Garrosh gegen Jaina. Ihr habt es so gewonnen. Ja, und damit hallo und ein herzliches Willkommen zum nächsten Match gegen Snarf. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja. Das sieht übel aus. Ja, kann ich nicht so wirklich was mit werden jetzt? Dann mache ich mal weiter hier. Ja, ich opfere dann mal gleich meine Lieblingsgnomen. Ach, die ist aber auch echt, ja, die mag ich auch. Ja, die ist also besonders toll in meinem aktuellen... Ich level ja jetzt auch Magier und da habe ich die auch drin und ja, hat mir ziemlich oft den Arsch gerettet durch die Combo, die ich dann spiele, weil dann halt die Karten wirklich 0 Mana kosten und das ist echt super. Geheimnis. Nein! Vom Raptor gefressen. Na, das brauche ich irgendwie nicht. Weißt du, es ist halt auch immer blöd, wenn du nichts auf der Hand hast, also, weißt du, keine Diener irgendwie gescheit auf der Hand hast. Also so... Das ist halt echt ätzend, weißt du, dann stehst du da und denkst, naja, bravo, ey. Ja, aber abhängig davon, was du für ein Deck spielst, da macht das ja auch Sinn, denn nichts zu machen. Weil wenn du, sagen wir mal, ein Control-Deck spielst, dann musst du halt warten, bis der Gegner ja, spielt und das ja, und weg dann, zu machen. Genau, ja. Anna, was ist das denn für eine Karte? Alter, was soll ich denn damit? Na, ist ja auch episch. Ja, die ist auch ziemlich geil eigentlich, weil du ja damit an Taunt und allem vorbei spielen kannst. Wenn du Glück hast. Der wirkt ein, warte mal. Ist auch aus dem letzten Add-on, also Gnomes vs. Goblins. Du kannst ja theoretisch, wenn du Arena spielst, dann kriegst du ja als Belohnung so ein Goblin vs. Gnomes Arena-Pack. Also so, und ich glaube, das erste Arena-Spiel ist sogar umsonst, ne? Ich glaube, Dann hast du vielleicht sogar schon Karten davon. Aua, Magier mit... Quatsch, Magier. Ja, geil, Krieger, ne? Mit Zauberschaden. Der absolute Burner, ey. 2 Schaden Wirbelwind, 3 Schaden für... Oh Gott, wie heißt das? Spalten und so eine Witze. So, 50-50. So. Was mache ich denn da Schönes? Und ja. Babadabada. Nee, das ist ja schade. Ach, das hätte ich anders machen müssen. Ist egal. Ja, nicht, dass der noch groß und stark wird, ne? Das kann ich nicht verantworten. Ja, da wäre jetzt vielleicht trotzdem besser gewesen, wenn du vielleicht auf den Ogre gegangen wärst, weil das sind ja jetzt immerhin 4 Schaden, die er machen kann und das, beim Magier ist es ja möglich, dass er nicht immer unbedingt Spells auf der Hand hat, ne? Ja, aber weißt du, ne, also ich finde immer, also ich mag das immer gern, wenn der dann runter ist vom Aber vom in dem Falle jetzt hier war das schon eine gute Wahl, weil ich habe 2 Spells gehabt, die ich spielen konnte und dann wäre er jetzt auch auf 4 gewesen, also... War der richtige Call, würde man sagen. Also guck mal. Oh nein! Gemein! Ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte spiele ich sonst nie, also. Achso, da habe ich eh... Achso, warte mal. Bam. Nee. Ach, da kann ich ja wieder nicht mit am Spot vorbeihampeln. Warte mal. Ja, nee, du musst erst die ja. Janas da wegmachen. Ach, wie lästig. Look da, Ogre. Oh,
Da ist man so verwöhnt von der Jaina, die mit ihrer Heldenfertigkeit einfach mal, weißt du, wo das vollkommen egal ist. Ja, so dann vorbeischießen, genau. Ja. Du hast jetzt überhaupt keine Minions auf der Hand. Doch, ich habe jetzt noch einen Sechser, den kann ich dann spielen. Ach, jetzt kriege ich auch noch einen. Also ich habe tatsächlich nicht wirklich viel. Guck mal. Also ich habe jetzt gerade den gekriegt, immerhin. Und die hatte ich, aber da wollte ich warten, damit ich da, you know. Ach so, ja. Ne? Damit man die gleich noch einsetzen kann. Ja. Na, das ist eigentlich auch gehupft wie geduppt. Da-da-da-da-dam. Ja, pass mal auf. Dann spiele ich das trotzdem mal. Ach, du mit deinem Konter, ey. Mann. Was ist los hier? Ja, gemein. Aber die Karte wäre jetzt, also der Wirbelwind wäre jetzt richtig gut gewesen mit den Geomancer, den du am Anfang gespielt hättest. Also zwei Schaden, das wäre ganz schön doll gewesen. So. Ist zwar eine Verschwendung, aber machen wir mal hier. Oh, ein Blitzer. Was ist aber auch ein Pech. Ja. Sehr, sehr ärgerlich, dass er da den auch weggeschossen hat. Jetzt muss ich erstmal gucken, warte mal. Oh, jetzt gibt's dicke Backen. Jetzt muss ich erstmal gucken, warte mal. Jetzt habe ich da noch, warte mal. So. Und da, ja. Das kann ich dir auch so sagen. Also normalerweise greift man erst an und spielt man dann Armor. Weil, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Alexstrasza oder sowas hast, dann ist das besser, wenn du mehr Leben verloren hast, wenn du dich dann wieder Armor hochziehst. Oh, okay. Weil ja, der Krieger zum Beispiel auch, der hat ja hier auch, wie heißt das, Mortal Strike, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube tödlicher Stoß oder so. Ja. Und der macht ja auch mehr Schaden, je weniger Leben du hast. Ach so, ja gut. Und da würde es dann Sinn machen, dass du dann erst angreifst, erst, ja, und dann Leben verringerst und dann den Armor draufziehst. Aber das lernt man ja alles mit der Zeit. Aber. Jetzt hier, pass auf. Jetzt hier, mach ich da hier, guck mal an. Eieieiei. Voll der Killer, ey. Ach schön, ja, hilft mir halt auch nicht so viel. Den kann ich noch spielen, den habe ich auch gerade nachgezogen. Sonst hätte ich den vorher schon gespielt. Ja, ach so, der macht 3. Guck mal, ich habe aber ja nichts, was da. Ich mache das trotzdem so, damit ich das nicht. Upsala. Ach so, ach Gott, ja. Komm, ja, da ist ja noch der Taunt danach. So. Ja, es ist eine richtig fiese Kreatur. So! Ja, das tut mir ja jetzt leid, aber... Jetzt kriege ich Feuer ins Gesicht wahrscheinlich. Ah. Der Feuerball! Verbrutzelt, ja, das war dann doch... Ja. Gut, dadurch, dass ich so gute Karten gekriegt hatte da beim Pick, ja, war das doch ein bisschen einseitig, kann man sagen. Ja, aber das passt schon. Das ist doch okay. Ja, wollen wir denn jetzt noch eins machen? Weil es steht ja jetzt erst 2-1. Ja, wir können gerne noch eins machen. Dann sag mir mal jetzt eins, was ich spielen soll. Also übrig ist noch, ich wollte gerade sagen, Jäger, was ist denn über? Okay. Jäger, Palla. Ja, Jäger und Palla ist noch übrig. Ja, dann nimm doch mal den Palla. Okidoki, Palla it is. Oh, Wartezeit? Was ist das denn? Zeit in der Warteschlange. 2 Sekunden. Nee. Hä? Was ist das denn? Neu moderner Krempel hier. Normalerweise ist das bloß in der Arena, aber im Duell? Wir haben doch jetzt nicht das Duell abgebrochen, oder? Nee. Nanu? Und jetzt danke ich dir herzlich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.